Hi Leute, ich habe heute mal wieder ein Flop-Produkte-Video für euch. Ja, es haben sich mal wieder einige Produkte angesammelt, die nicht so gut für mich funktioniert haben. Und ich dachte mir, bevor das noch mehr werden, drehe ich dieses Video, weil sonst wird das Video wieder ellenlang. Ja, ist natürlich mal schade, wenn Flop-Produkte auftauchen, aber es ist natürlich für mich und auch für euch interessant zu wissen, was nicht funktioniert und wo man eher die Finger von lassen sollte. Natürlich funktioniert jedes Produkt für jeden anders, aber hier sage ich euch meine Meinung und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Das erste Produkt ist eigentlich etwas unspektakulär, aber ich will es hier trotzdem mit reinnehmen. Und zwar sind das Gesichtsreinigungstücher und zwar von Isana Young Reinigungstücher. Steht hier noch irgendwas? Ja, ohne Alkohol entfernt, wasserfestes Augen-Make-up für alle Hauttypen. Oh, hier steht Limited Edition Pfirsichduft. Aber ich glaube, nur der Pfirsichduft ist Limited Edition. Ich glaube, die sind im Standardsortiment. Auf jeden Fall finde ich die echt nicht gut. Sie entfernen das Make-up wirklich sehr schlecht. Ich finde, wasserfestes Make-up, da muss man wirklich richtig rubbeln, dass das abgeht. Und das Allerschlimmste ist, zuerst dachte ich, dass dieser Verschluss hier sehr, sehr gut sein wird. Es ist auch schön praktisch zum Auf- und Zumachen. Aber die Tücher trocknen dadurch super schnell aus. Ich finde, die sind auch ein bisschen harsch fürs Gesicht und ich habe wirklich keine empfindliche Haut. Aber ich finde, die fühlen sich einfach nicht weich und angenehm auf der Haut an. Deswegen, die kann ich absolut nicht empfehlen und wenn die leer sind, werde ich die auch definitiv nicht nachkaufen. Dann das nächste Produkt ist auch, ich nenne es jetzt mal ein Pflegeprodukt. Und zwar ist das diese Ebeline Gesichtsbürste oder ich weiß nicht, wie das genannt wird. Aber auf jeden Fall ist das diese Bürste, die man eben benutzen kann, um das Gesicht zu reinigen. Mit irgendwelchen Reinigungsprodukten, wie auch immer. Oh mein Gott, das Ding kratzt so dermaßen. Ich habe das einmal verwendet und das ging überhaupt nicht. Meine ganze Wangenpartie war super rot und wie gesagt, ich habe keine empfindliche Haut. Das war so unglaublich unangenehm. Also ich hätte das gar nicht gedacht, dass das so pieksig ist. Selbst auf meinem Handrücken, wenn ich so mache, ist das richtig pieksig. Ich weiß gar nicht, wie Leute das irgendwie im Gesicht benutzen können. Absolutes Flop-Produkt, halt einfach, weil sie so hart und steif ist und diese Borsten wahrscheinlich einfach so abgeschnitten worden sind und deswegen so scharfe Kanten am Ende haben. Überhaupt nicht gut, würde ich euch nicht empfehlen, auch wenn sie günstig ist. Da würde ich eher ein teureres Produkt kaufen, wenn man so eine Bürste haben will. Die ist absolut daneben. Bevor wir jetzt zu den verschönernden Kosmetik-Sachen kommen, kommt noch ein Haarprodukt. Und zwar ist das von Alterra die Zwei-Phasen-Sprühkur mit Bio-Macadamia und Bio-Aprikosenkernöl für trockenes und sprödes Haar, pflegt und glättet. Und ihr seht ja, ich habe ordentlich was aufgebraucht, aber ich mag das Ding überhaupt nicht. Es hat zwar einen sehr, sehr schönen Sprühkopf, also es sprüht sehr, sehr fein, das ist echt angenehm, aber zumindest bei meinen glatten Haaren, egal wie wenig ich davon in mein Haar sprühe und wie sparsam ich damit bin, meine Haare sehen trotzdem irgendwie fettig aus, schmierig, die kleben dann irgendwie so zusammen und an für sich sehen die nicht irgendwie schön, gesund und glänzend aus, sondern einfach irgendwie schmutzig. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und also ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht Locken habt, so ein bisschen frizziges Haar vielleicht auch oder sowas, dann könnte das funktionieren. Aber wenn ihr so aalglatte Haare habt wie ich, ist das absolut nichts. Zudem muss man auch noch super aufpassen, dass man nichts irgendwie am Ansatz trifft, weil dann sieht das sofort aus, als wenn man fettige Haare hat. Deswegen überhaupt kein tolles Produkt, für mich zumindest. Wie gesagt, bei Locken könnte ich es mir vorstellen, aber wenn ihr wirklich so glatte Haare habt wie ich, dann würde ich die Finger davon lassen. So, dann kommen wir mal zu den paar verschönernden Kosmetikprodukten, die in dieses Flop-Video reingekommen sind. Und zwar, das hier habe ich schon gezeigt, das ist einer von den neuen Catrice Lumière Lidschatten. Und zwar ist die Farbe 080 Mon Glamour. Wer meine DM-Haul-Review gesehen hat, der weiß das schon, aber da nicht jeder jedes Video guckt, wiederhole ich das natürlich gerne nochmal. Ich finde, also ich habe nur diesen ausprobiert aus dieser Reihe, deswegen kann ich natürlich nicht über alle Lidschatten sagen, aber dieser dunkle Ton hier, der eigentlich wirklich wunderschön ist, es ist ein ganz, ganz traumhaftes, grünliches Petrol-Anthrazit, also so ein bisschen Duochrom-mäßig, eigentlich wunderschön, aber er lässt sich mega schwer auftragen. Ohne Base, finde ich, geht schon mal gar nicht. Also da würde das nur funktionieren, wenn man das mit dem Finger aufträgt und das ist überhaupt nicht meins, weil ich finde, man kann mit dem Finger einfach nicht besonders präzise sein. Zumindest kann ich das nicht. Wenn ihr das könnt, wunderbar, also da beglückwünsche ich euch, das würde ich auch gerne können, aber ich kann das absolut nicht. Ich brauche dann einen Pinsel oder meinetwegen noch einen Applikator. Deswegen, das ist schon mal definitiv negativ. Man muss eine dunkle Base haben, damit das wirklich einen schönen Effekt hat und selbst dann muss man es halt draufpacken ohne Ende.
dass das wirklich so ausschaut wie hier im Fändchen. Er lässt sich ganz gut verblenden, was ich ganz gut finde. Aber ich sage jetzt mal, ich habe andere Farben, die so ähnlich sind, wo ich halt nicht so lange dran arbeiten muss, dass es gut ausschaut. Denn wenn ihr lange dran arbeitet, wird der Lidschatten gut ausschauen. Aber wie gesagt, warum soll ich mir die Zeit nehmen, wenn ich andere Lidschatten habe, die so ähnlich sind und einfach easy peasy drauf und fertig, da möchte ich mir die Arbeit einfach nicht machen. Deswegen, wenn ihr bereit seid, da irgendwie ein bisschen Arbeit zu investieren und eine schwarze Base zu benutzen, dann wird das funktionieren, aber ich finde es halt ein bisschen zu umständlich und ich hätte mehr von diesem Lidschatten erwartet, vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass er sich eigentlich sehr, sehr gut geswatcht hat. Dann habe ich jetzt noch drei Produkte aus der neuen Trended Up Theke und ich habe sehr, sehr viel aus der Theke gekauft und es wird jetzt auch am Sonntag oder am Mittwoch darauf wird jetzt auch ein großer Haul Review von den neuen Trended Up Produkten kommen. Also ich habe da wirklich ordentlich eingekauft und da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Aber ich dachte mir, die drei Produkte, die mir halt überhaupt nicht gefallen haben, tue ich schon mal hier ins Flop-Produkte-Video. Dann seid ihr schon mal vorgewarnt, ich sag's jetzt mal so. Die werden natürlich noch in der Review auch auftauchen, aber macht ja nichts, lieber doppelt gemoppelt, als wenn ich es gar nicht erzähle. Das erste Produkt ist einer von diesen Ultra Matte Lip Cream und das hier ist die neue Farbe und zwar die 085. Eigentlich eine wunderschöne Farbe, so ein richtig schöner Bärenton. Wunder, wunderschön. Ich muss dazu sagen, ich habe bisher von denen auch noch keinen ausprobiert. Also wenn ihr schon Erfahrungen mit denen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Denn mir hat er wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich habe natürlich als allererstes probiert, den komplett alleine auf den Lippen aufzutragen, aber das geht überhaupt nicht. Der blutet total aus, also der geht richtig krass außerhalb meiner Lippenlinie. Dann, was ich richtig bekloppt finde, ist, dass der sich richtig in meinen Lippenfältchen absetzt. Und ich habe eigentlich das Glück, dass ich gar keine schlimmen Lippenfältchen habe. Also bei mir ist das echt dezent mit den Lippenfältchen. Und wenn sich das bei mir schon so absetzt, wie ist das erst bei jemandem, der wirklich schlimme Lippenfältchen hat? Und auf gar keinen Fall trockene Lippen haben, weil das betont die trockenen Stellen einfach extrem. Gut, das ist natürlich irgendwie bei so einem matten Lippenstift oder bei so einem matten Liquid Lipstick oder Lip Cream, wie auch immer, schon ein bisschen zu erwarten. Deswegen, das werfe ich ihm gar nicht vor. Aber dass er ausblutet und dass er eben sehr, sehr in die Lippenfältchen rutscht, ist halt einfach schade. Wenn man einen Lip Liner benutzt, dann ist das mit dem Ausbluten natürlich nicht so ein Problem. Aber trotzdem finde ich das halt ein bisschen schade, weil gerade das mit den Lippenfältchen finde ich nicht so schön. Ich werde ihn auf jeden Fall benutzen, eben mit Lip Liner drunter und so weiter. Aber alleine, finde ich, ist der absolut unbrauchbar. Da sehen die Lippen innerhalb von 20 Minuten wirklich schrecklich aus. Und dann habe ich noch einen Lippenstift und einen Lip Liner und zwar ist das dieselbe Farbe. Ich habe mir einen von diesen matten Lippenstiften gekauft. Wie ihr wisst, sind das ja eine meiner absoluten Lieblingslippenstifte aus der Drogerie. Ich habe da auch ein Lipswatch-Video zu gedreht, als es noch die alten Nummern hatte. Ich finde das übrigens total dämlich, dass die Nummern von den Lippenstiften geändert haben, weil ich habe mir die Farben angeguckt bei DM. Das sind auf jeden Fall die gleichen Farben wie vorher, nur andere Nummern. Es sind natürlich welche dazugekommen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber unabhängig davon mag ich die sehr, sehr gerne. Alle, die ich habe. Aber der hier ist ein absoluter Flop. Das ist die Farbe 490 und das soll so ein wahnsinnig schönes, dunkles Lila sein, was schon fast schwarz auf der Lippe wirkt. Aber leider ist der furchtbar, der Lippenstift. Der hat überhaupt nicht dieselbe Formulierung oder Textur wie die anderen Ultra Matte Lipsticks von Trended Up. Der ist super fleckig, er lässt sich, wie soll ich das sagen, es wird einfach nicht ebenmäßig, das kann man vergessen. Und das Schlimmste an der Sache ist, selbst wenn man es ebenmäßig hinkriegt mit dem Lip Liner, wozu ich gleich noch komme, wenn man die Lippen so aufeinander presst oder irgendwie, keine Ahnung, sowas in die Richtung, dann verwischt sich die Farbe komplett und rutscht hin und her, finde ich absolut schrecklich. Da ich mir dachte, dass die dunklen Lippenstifte sind ja sowieso meistens etwas fleckig und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, dachte ich mir, kaufe ich mir, wie gesagt, den Lip Liner in derselben Farbe. Ist auch dieselbe Nummer, die 490. Und ja, aber der Lip Liner ist genauso fleckig und rutschig wie der Lippenstift. Selbst wenn man das hinkriegt und die zusammen aufträgt und das einigermaßen gleichmäßig ausschaut, und da muss man ganz schnell Zeit investieren, hat man eben das Problem, sobald die Lippen einander berühren oder man irgendwie so macht, ist das total verrutscht. Man hat wieder Flecken und finde ich sehr schade. Ich finde, beide, weder der Lip Liner noch der Lippenstift sind zu empfehlen. Ich werde gucken, ob ich die irgendwie noch nutzbar machen kann, aber ja,
Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Die anderen sind wunderbar, aber die Farbe würde ich die Finger von lassen. So, das waren jetzt alle Produkte, die in letzter Zeit sich als Flop für mich rauskristallisiert haben. Wie gesagt, sagt mir, wenn ihr irgendwie Erfahrungen zu diesen Produkten habt und vor allen Dingen, die für euch funktionieren, dann sagt mir gerne, wie ihr das macht. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas nicht versucht, einen guten Tipp. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye! Das war so unglaublich angenehm. Angenehm war es nicht. So, dann kommen wir mal zu den paar verschönernden. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass er sich sehr, sehr gut swatchen hat lassen.